Jo Freunde, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Der nächste Stadion-Vlog steht an und heute für mich das besonderste Spiel der ganzen Saison. Mainz gegen Leverkusen, die beiden Vereine, für die mein Herz schlägt. Hier hinten habe ich mal zwei geile Retro-Trikots ausgepackt. Einmal das Nike-Trikot von Mainz mit DBV Winterthur als Werbung und einmal ein altes Adidas Leverkusen-Trikot mit Aspirin als Werbung und diesem geilen Patch drauf. Ja, gleich geht's los in die MEWE Arena, Samstagmittag zur Konferenzzeit 15:30 Uhr. Bin sehr, sehr gespannt auf das Spiel. Die Lage kennen wir ja auch. Schauen wir später nochmal genauer drauf. Mainz ganz unten in der Tabelle, Leverkusen ganz oben mit dabei. Aber Leute, wir wissen, wie es ist. Mainz kann diese Spiele und Leverkusen kann diese Spiele genauso auch verkacken. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich nehme euch wieder mit. Lasst mir ein Like da, kommentiert das Ganze, abonniert den Kanal. Viel Spaß. Let's go. Jetzt vom Stadion, hier ist so viel los, weil Familienspieltag ist. Das ist komplett verrückt. Hier ist ein Burger-Stand am Start, dann da hinten noch ein anderes, ja, Fastfood-Teil. Hier gibt es überall Getränke, da hinten sind die ganzen Stände mit Kinderschminken, unsere E-Sport-Station, Fanshop natürlich am Start, Hüpfburg, Geschwindigkeits-Challenge für den Schuss und so weiter. Also wirklich richtig, richtig viel los. Freunde im Stadion drinnen. Wir schauen einmal auf die Tabelle. Leverkusen, wie gesagt, ganz vorne mit dabei. Dortmund jetzt gerade auf der 1, weil die gestern in Hoffenheim gewonnen haben. Aber nach dem Spieltag könnte Leipzig, Bayern, Leverkusen auch wieder vorne dran sein. Und ich glaube auch Stuttgart, wenn wir schauen, wo die Mainzer stehen, ganz unten drin. Auch das kann sich heute natürlich ändern. Ich meine, man muss den Teufel nicht an die Wand malen. Wenn Mainz jetzt aus den nächsten 3, 4 Spielen einfach mal 2 Siege holt, dann bist du auch wieder da unten draußen. Dann ist die Welt auch wieder in Ordnung. Ich bin echt gespannt, was heute passiert und ich zeige euch einmal, wie viel jetzt schon im Stadion los ist, dafür, dass wir einfach noch über 1,5 Stunden bis zum Spiel haben. So, also Leverkusen soll heute laut Berichten zufolge mit knapp 5000 Leuten kommen. Für Leverkusen auch sehr, sehr gute Auswärtszahlen. Da hinten der Block schon komplett voll. Und natürlich füllt sich bei Mainz auch der Stehbereich schon so langsam. Ansonsten die Sitzbereiche natürlich schon noch relativ leer. Stimmung kommt und Aufstellung blende ich euch natürlich auch ein. Bruder, sehr, sehr erfreulich, Spieler in der Stadt, sehr, sehr gefällt, dass er auf die Bank gesetzt wird. Wieder wie und egal wie auf der Bank, das Erneutspiel wird jetzt nach dem Anschluss noch geholt worden sind, sozusagen. Ansonsten generell übertrieben starke Bank. Ajorka auch raus, Richter. Da ist schon Qualität drin, da muss auf jeden Fall mehr gehen. Natürlich auch unverändert und das scheint sich auch mittlerweile Palacios echt gegen Andrich durchgesetzt zu haben, um den Stammplatz da im Zentrum. Auswärtsblock für Leverkusen-Verhältnisse ist echt auch übertrieben gut gefüllt. Ansonsten die Dreierkette in der IV auch wie gewohnt, Kaflobata, Kostolo, Trimpong außen von ihm, ja, aktuell auch im Gespräch eine Vertragsverlängerung bis 2028, was natürlich für Leverkusen überragend wäre. Grimaldo ansonsten am Start, Hofmann wird Boniface. Sehr, sehr starke Mannschaft, die uns da erwartet. Yeah.
Ronaldo von dort. Gegen Bayern hat das gezeigt. War auch nicht schön verkehrt. Eigentor. Gute Hereingabe und dann kriegst du das Ding selbst rein. Also 1 in Leverkusen. Ich glaube, Xhaka, Ball raus. Oder vom Palacios, ich weiß nicht. Auf den Raum. Oder außen durch den ersten Kontakt in die Mitte gespielt. Damit von Mainz gegrätscht, ja. Und ins eigene Tor steht 1-0. Das ist schon der zweite Einwurf von Kuba jetzt. Das ist einfach Trade, langer Einwurf. Guck mal, macht die Bande weg. Jetzt vorhin das Ding rein. Fühlt dann Azorc in der Mitte. Aber Bell verlängert jetzt. Achtung. Ja. Aber kommt echt gut weit. Alonso bedient. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Ich finde Leverkusen ist so stark in den letzten Wochen. Macht es dann trotzdem abgezockt. Das kann man jetzt auch nicht sagen. Eigentlich war Vandenberg, aber war halt gut gespielt. Von vorne spielt den Ball scharf rein. Vandenberg versucht den wegzukriegen, geht als eigene Tor. Sehr, sehr ungünstig. Aber ansonsten hat Leverkusen jetzt noch nicht so die hochkarätigen Chancen gehabt. Mainz kommt auch ein paar Mal durch. Also ich sage, das Ding ist noch nicht vorbei. Ist auf jeden Fall noch unentschieden für Mainz drin. Man muss halt nur schauen. Leverkusen natürlich sehr, sehr konterstark. Und wenn Mainz langsam aufmacht, dann mit den schnellen Spielern nach vorne, kann es natürlich auch noch 2-3-0 ausgehen. Also vielleicht der zweite mit der zweiten Halbzeit. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Oh, was eine Parade von Radetzky. Oh mein Gott. Per Freistoß, dieser Typ, geisteskrank. Neuer Hakan bei Leverkusen, ehrlich. Es scheitert aber an Zentner. Sehr, sehr starke Parade. Das ist ein König. Ja, das Spiel ist vorbei. Eine Leverkusen. Spielverlauftechnisch war in der ersten Halbzeit für Mainz noch ein bisschen was drin und danach hat Leverkusen gut gemacht. Und Mainz hat wirklich richtig, richtig große Probleme. Das muss man sagen. Der Ernst hat überladen. Ich bin immer da bei Mainz, egal was passiert, egal wie man steht. Geil. Leute, ich bin jetzt zu Hause. Ja, ich konnte leider nicht ganz so viel filmen wie sonst. Nimmt's mir nicht übel. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wir schauen zum Abschluss nochmal kurz auf die Tabelle. Freut mich natürlich, Leverkusen auf der 1 zu sehen, weil Leipzig gegen Bayern unentschieden gespielt hat. Allerdings, was mir gar nicht gefällt, Mainz ganz unten auf der 18 mit einem Punkt weiterhin. Nächste Woche Freitag geht's nach Gladbach. Hoffentlich können wir da was mitnehmen. Ich finde, Gladbach ist auch in keiner guten Verfassung, auch wenn die jetzt gegen Bochum gewonnen haben. Die nächsten Heimspiele werden natürlich sehr, sehr schwer. Da geht es gegen Bayern und Leipzig. Das ist natürlich auch ein Trio, auf das wir da treffen mit Leverkusen, Bayern und Leipzig. Das
ja, schlimmer gar nicht kommen kann in der aktuellen Phase. Aber irgendwie müssen wir da jetzt langsam mal Punkte sammeln, damit wir da rauskommen. Heidenheim hat halt auch gewonnen zum Beispiel gegen Union Berlin. Das sind Mannschaften, ja, mit denen rechnet man, dass sie im Keller sind. Und wenn die punkten und wir nicht, dann kann es halt irgendwann gefährlich werden. Wollen wir aber noch nicht den Teufel an die Wand malen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da, kommentiert das Ganze, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Peace out.